Guten Morgen, liebe Freunde. Kurz ein Zwischenstand zu meiner GIZ-Verweigerung oder Teilverweigerung. Ich habe seit Anfang des Jahres keine GIZ mehr bezahlt. Ich wollte den Beitrag kürzen, weil ich mit dem Programm nicht einverstanden bin und den Restbetrag bar zahlen. Jetzt habe ich heute ein Schreiben gekriegt. Heute ist der 25. Juni 2020, also es hat ein halbes Jahr gedauert. Die schreiben mir also Beitragsservice Norddeutscher Rundfunk. Ihr Rundfunkbeitrag, sehr geehrter Herr Reeder, vielen Dank für Ihre E-Mail vom 8. Mai 2020, die uns vom Beitragsservice in Köln zur Bearbeitung weitergeleitet wurde. Hat also eine ganze Weile gedauert. Wir bedauern, dass Sie Anlass zur Kritik an den Sendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben. Ihre Kritik entbindet Sie jedoch keineswegs von Ihrer gesetzlichen Pflicht zur Zahlung des Rundfunkbeitrags für Ihre Wohnung. Die Zahlung des Rundfunkbeitrags ist nicht mit der Nutzung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkprogramme verbunden. Soweit Sie die nach Ihrer Auffassung fehlende Qualität einzelner Rundfunksendungen bemängeln, ist diese durch die Rundfunkgremien sicherzustellen und nicht Frage des Rundfunkbeitrags. In der Programmgestaltung sind die Rundfunkanstalten grundsätzlich frei. Sie bestimmen, was zur Erfüllung ihrer Funktion publizistisch erforderlich ist. Das ist der Sinn der Rundfunkfreiheit im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz. Vergleiche Bundesverfassungsgericht Urteil vom 22.02.1994. Aktenzeichen 1 BVL 30/88 und von Ihnen als Beitragspflichtigen hinzunehmen. Es ist nicht Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ein Angebot bereitzustellen, das dem persönlichen Geschmack eines jeden Beitragszahlers entspricht. Der Rundfunkstaatsvertrag hat vielmehr den Zweck sicherzustellen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk als Medium und Faktor der öffentlichen Meinungsbildung dem Bedürfnis einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft nach umfassender Information, Bildung, Kultur, Beratung und Unterhaltung Rechnung trägt. Dabei kommt es maßgeblich darauf an, dass die Grundsätze der Objektivität, Unparteilichkeit, Meinungsvielfalt und Ausgewogenheit der Angebote eingehalten werden. Das bedeutet, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk alle bestehenden Meinungen und Tendenzen im Programm abbilden soll. Das bedingt zwangsläufig, dass teilweise Meinungen und Tendenzen ihren Ausdruck im Programm finden, die nicht der Meinung der Mehrheit, jedenfalls nicht der Meinung aller, entsprechen. Es ist daher für die Erfüllung des Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gerade nicht notwendig, dass allgemeiner Konsens über alle Programminhalte herrscht. Stellungnahme und kritische Berichterstattung sind wesentlicher Bestandteil des Auftrags an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, an der öffentlichen Meinungsbildung mitzuwirken und diese mitzugestalten. Verstöße gegen die Programmgrundsätze im Einzelfall wären für sich gesehen nicht geeignet, die Verfassungsmäßigkeit des Rundfunksystems insgesamt anzuzweifeln und berühren daher nicht die Frage der Zulässigkeit der Beitragserhebung. Wir bitten Sie, sollten Sie auch zukünftig Kritik an einzelnen Sendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk üben wollen, sich direkt an die jeweilige Redaktion des verantwortlichen Senders bzw. an das Kontrollgremium, den Rundfunkrat der Rundfunkanstalt zu wenden. Beachten Sie bitte den aktuellen Kontostand. Das Beitragskonto weist einschließlich Juni 2020 einen offenen Betrag von 105 Euro auf. Bitte überweisen Sie den Betrag. Ja, ich habe jetzt mal eine Antwort geschrieben, die ich euch vorlesen möchte. Ich werde also nicht zahlen, jedenfalls nicht per Überweisung und auch nicht den vollen Betrag. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bestätige ich den Empfang Ihres Schreibens vom 25.06.2020. Es ist mir klar, dass Sie in Ihrer Programmgestaltung grundsätzlich frei sind
und sich auch nicht nach meinem persönlichen Geschmack richten müssen. Das hatte ich auch nicht von ihnen verlangt. Allerdings teilen sie in ihrem Schreiben selbst mit, dass gewisse Standards einzuhalten sind, die der Beitragszahler erwarten kann, etwa umfassende Information, Objektivität, Unparteilichkeit, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit, Abbildung aller bestehenden Meinungen. Diese von Ihnen selbst genannten Kriterien erfüllen Sie nicht. Die Verstöße gegen diese Programmgrundsätze sind leider keine Einzelfälle mehr, sondern Ihr Programm zielt auf eine bewusste Manipulation der Bürger ab, wie das Framing Manual oder auch die Aussage von Frau Reschke zum Erziehungsauftrag bestätigt. Aktuell etwa berichten Sie unkritisch und absolut einseitig über die Corona-Krise, in Anführungsstrichen, indem Sie bewusst Ängste schüren und den zahlreichen namhaften Kritikern keinen entsprechenden Raum lassen, während ein dubioser Privatmann wie Bill Gates zur besten Sendezeit seine zweifelhafte Impfstrategie für 7 Milliarden Menschen bewerben darf. Wo finde ich dort umfassende Informationen, Objektivität, Unparteilichkeit, Meinungsvielfalt, Ausgewogenheit und die Abbildung aller Meinungen? Sie sind darüber informiert, dass die Zahl der Infizierten durch zweifelhafte Testverfahren ermittelt wird. Sie sind darüber informiert, dass es keine dramatischen Veränderungen der Sterblichkeit gibt. Sie sind darüber informiert, dass 80% der Infizierten nicht merken, dass sie infiziert sind. Sie wissen, dass quasi alle Verstorbenen an riskanten Vorerkrankungen litten, sodass als Todesursache Corona gar nicht diagnostiziert werden kann. Sie wissen, dass die Gates-Stiftung erhebliche Geldmittel in unter anderem WHO, Robert-Koch-Institut, Charité, in Klammern Professor Drosten, Medien, Spiegel, Stern, Impforganisationen und Pharmakonzerne gesteckt hat. Sie wissen, dass bei der Schweinegrippenpandemie der gleiche Betrug mit zum Teil denselben Akteuren abgelaufen ist. Sie wissen, welche Folgen für die betroffenen Menschen, in Klammern Suizide, verschobene Operationen, Isolierung von Alten und Kranken, die an Misshandlung grenzen, durch die offensichtlich wahnsinnige Politik unserer Regierung entstanden sind und entstehen werden. Sie können sich denken, dass die Wirtschaft unseres Landes durch die Politik bewusst zerstört worden ist, muss das heißen. Worden ist. Sie sehen, dass es keine belastbaren Daten gibt, die die verbrecherischen Maßnahmen der Regierung im Ansatz rechtfertigen. Sie sehen, dass die zweite Welle durch betrügerisches Hochfahren der zweifelhaften Tests künstlich gebildet wird. Sie sehen die grundgesetzwidrige Aushebelung von Grundrechten, die ihrem Wesensgehalt nach unantastbar sind. Sie sehen, dass hier unsere verfassungsmäßige Ordnung bewusst ausgehebelt wird. Was in Deutschland abläuft, ist ein von mafiösen Klicken organisierter Staatsstreich. Es ist ein Angriff auf uns alle, für jeden denkenden Menschen klar erkennbar. Warum recherchieren Sie nicht? Das wäre Ihre Aufgabe. Stattdessen unterdrücken Sie ganz bewusst Kritiker und verunglimpfen sie. Und dies ist nur ein Thema von vielen, das zeigt, wie Sie versuchen, die Menschen zu manipulieren. Ihre Berichterstattung hat nichts mit den von Ihnen genannten Objektivitätskriterien zu tun. Sie haben sich zum Sprachrohr einer Regierung entwickelt, die durch ihre Entscheidungen immer deutlicher zeigt, dass sie dem Bürger feindlich gesonnen ist. Sogar vor Kindern machen sie keinen Halt. Oder ist ihre AfD-Hetze im Kinderprogramm objektiv und unparteilich? Aber damit nicht genug. Sie beteiligen sich sogar aktiv an der Spaltung unserer Gesellschaft in Jung und Alt, durch den Oma-Song zum Beispiel, in verschiedene Hautfarben, rassistische Handball-Sendung des WDR zu Weiß zu Deutsch. Sie schaffen es
aus anscheinend ideologischer Verblendung nicht einmal mehr eine kurze Übersetzung aus dem Englischen richtig zu bewerkstelligen. Ich glaube nicht mehr an Zufall, wenn Sie White Life Matter mit nur weiße Leben zählen übersetzen, während Sie der rassistischen Bewegung BLM, Black Lives Matter, Zustimmung signalisieren. Als Weißer habe ich sehr wohl ebenfalls einen Schutz gegen Rassismus. Sollten Sie das anders beurteilen? Wie ich Ihnen bereits in vergangenen Schreiben mitteilte, halte ich es für angebracht, nach vielen schrecklichen Verstößen gegen Ihre eigenen Programmgrundsätze, die inzwischen eine lange Liste füllen, den GEZ-Beitrag anteilig zu kürzen. Das Recht dazu nehme ich mir nicht nur wegen Ihres einseitigen Verstoßes gegen die von Ihnen selbst genannten Grundsätze einer fairen Berichterstattung heraus, sondern ich leite es auch aus meinem Widerstandsrecht, Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz ab, um staatsfeindliche Tendenzen Ihrer Anstalten zu bekämpfen. Die restlichen GEZ-Beiträge möchte ich, wie ich es Ihnen bereits mehrfach mitgeteilt hatte, bar bezahlen. Ich bitte Sie daher nochmals, mir eine geeignete Möglichkeit der Barzahlung zu nennen. Mit freundlichem Gruß, Joachim Reeder. So, das geht jetzt in die nächste Runde. Nun wollen wir mal abwarten, was der NDR mir dann antwortet. Vorher läuft da erstmal gar nichts. Bis dann, liebe Freunde. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Euer Joe.